Stell dir vor, wie du dich vollkommen glücklich an deinen Seelenpartner schmiegst. Er nimmt dich in seine starken Arme und zieht dich noch näher an sich. Und dann flüstert er dir ins Ohr, wie glücklich er mit dir ist. Und dann nimmt er dein Gesicht in seine Hände und schaut dir in deine Augen bis hinunter tief in deine Seele. Du lächelst. Und dann wirst du wach. Es war wieder nur ein Traum. In Wirklichkeit bist du einsam, alt und du hast deinen Seelenpartner nie wiedergefunden. Ich glaube, dass du hier zu mir gefunden hast, um das zu ändern. Ich glaube, dass du wirklich eine Chance hast, mit deinem Seelenpartner oder mit einem Menschen zusammenzukommen, der dir genau dieses Gefühl vermittelt, wonach du gerade so sehr Sehnsucht hast. Und das ist die gute Nachricht. Und jetzt kommt die nackte Wahrheit. Es liegt ein ordentliches Stück Arbeit vor dir. Denn es gibt drei Gründe, warum du im Moment noch nicht in solch einer Beziehung bist. Der erste Grund ist, mit großer Wahrscheinlichkeit suchst du das Glück immer noch im Außen. Der zweite Punkt ist, mit großer Wahrscheinlichkeit suchst du deinen Retter, deinen Erlöser noch im Außen. Und der dritte Punkt ist, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch den Feind, den Widersacher im Außen suchst. Wenn du in dich reinfühlst, jetzt gerade, und besonders dann, wenn du Sehnsucht nach deinem Seelenpartner hast, dann wirst du spüren, da ist eine innere Leere. Und diese Leere lässt dich eben oft leer und einsam fühlen. Und um diese Leere zu füllen, sehnst du dich in die Arme deines Seelenpartners. Und dein Seelenpartner ist einfach nur ein Spiegel. Er zeigt dir mit seinem Verhalten, wie es in dir drin aussieht. Jetzt musst du mir sagen, Margret, das weiß ich schon alles. Ich habe deine Videos gesehen, ich habe Bücher gelesen, ich habe andere Dualseelen-Coaches angeschaut und die sagen alle ähnliche Dinge. Aber du bist bei mir gelandet, weil ich dir einen Weg daraus zeige. Du hast vieles schon erkannt. Ich bin sicher, du hast unzählige Videos geschaut und viele Bücher gelesen. Aber warum fühlst du dich noch immer leer? Weil das Wissen, was du konsumierst, kannst du nicht anwenden. Es ist so, wie wenn ein Baby seine Eltern laufen sieht, aber es ist für das Kind noch keine Zeit zu laufen. Und jetzt stell dir ein Baby vor, was gar nicht bei seinen Eltern aufwächst, sondern zum Beispiel im Dschungel bei Affen. Es wird vielleicht irgendwann auf zwei Beinen stehen, aber es wird niemals den Gang haben, den du und ich haben. Warum? Weil es nicht beobachten kann, weil es sich nicht mit Menschen umgeben kann, die so laufen. Und genau das ist der springende Punkt. Du brauchst, um wie das Kind laufen zu lernen, was seine Eltern hat, brauchst du Menschen um dich herum, die sich selbst lieben. Du brauchst Menschen um dich herum, die sich nicht mehr innerlich leer fühlen. Du brauchst Menschen um dich herum, die schon wissen, was Selbstwert ist. Und deshalb habe ich einen sehr intensiven Gruppenprozess entwickelt. Du bekommst einmal Online-Lektionen über 62 Wochen, bekommst du wöchentlich 3 Stunden Online-Material,
Und dann arbeitest du noch mit mir und anderen Menschen, die teilweise schon sehr weit auf diesem Weg gegangen sind, in einer Kleingruppe sehr eng zusammen. In meinen Gruppen gibt es immer Menschen, die schon vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr dabei sind, und es gibt Menschen, die gerade neu einsteigen. So hast du automatisch mit Menschen zu tun, die sich schon wertvoll fühlen. Und das färbt ab. Du lernst nicht nur von mir, sondern du lernst von den Menschen in einer Gruppe. Du merkst, dass sie genau den gleichen Weg gegangen sind. Du merkst, dass die vor ein paar Monaten auch nicht viel weiter waren als du jetzt. Und das motiviert dich ungemein. Das ist eine Art Super-Learning. Was ich von dir unbedingt brauche, damit du mit mir arbeiten kannst, ist dein ganzes Ja. So, es reicht mir nicht, dass du mir Ja sagst. Du musst dieses Ja fühlen. Nur wenn du fühlst, ja, ich bin bereit, ja, ich will diesen Weg mit Margret gehen, nur dann kann ich dir versprechen, dass du es in diesem intensiven Jahr schaffst, deinen Dualseelen- oder Seelenpartnerweg zu meistern. Du wirst es in diesem einen Jahr schaffen, deine innere Leere in Fülle zu verwandeln. Du wirst es schaffen, dich selbst zu erkennen. Du wirst es schaffen, dich selbst zu lieben. Und du wirst nach diesem Jahr keinen anderen Menschen mehr brauchen, der dich coacht. Du bist in diesem Jahr zu deinem eigenen Coach geworden. Ein Bonus, den du dazu kriegst, ist, dass du auch andere Menschen coachen kannst. Denn ich bringe dir die tiefen Grundprinzipien eines Coachings bei. Das, was du für dich tun kannst, nur das kannst du auch für einen anderen tun. Du lernst dich selbst zu coachen. Du kannst andere Menschen auf ihrem Weg begleiten. Du lernst dich selbst zu lieben. Und du kannst andere Menschen wirklich frei und unabhängig lieben. Du lernst dich selbst wertzuschätzen. Und Menschen werden sich in deiner Nähe automatisch wertvoll fühlen. Du wirst in diesem Jahr zu einem Leuchtturm. Du wirst zu einem Fels in der Brandung. Du wirst zu einem Menschen, der voll und ganz in seiner Rolle angekommen ist. Zu einem Menschen, der keinen anderen Menschen mehr braucht. Sehr wohl aber in einer glücklichen Liebesbeziehung angekommen ist oder ankommen wird. Wenn du dieses Ja fühlst und nur dann, wenn du dieses Ja fühlst, mit mir zu arbeiten, dann klicke unter diesem Video auf den Button oder auf den Link und sichere dir ein kostenfreies Strategiegespräch, denn in diesem Strategiegespräch besprechen wir beide, in welcher Art wir zusammenarbeiten, wie intensiv die Zusammenarbeit zwischen dir und mir sein wird. Und jetzt bitte ich dich nochmal, dir vorzustellen, wie dein Seelenpartner dich fest in seine Arme nimmt, wie du dich an ihn schmiegst und wie er dir dann tief in deine Augen schaut. Aber diesmal ist es kein Traum.
Diesmal ist es Realität geworden. Ich freue mich auf unser Gespräch.